Hey, ich bin Justus von Once a Faster. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei unseren Übungen und Tipps für dein Lauftraining. Was wir heute machen werden, wir werden eigentlich mal über Laufen an sich sprechen. Und zwar ja unter dem Gesichtspunkt Lauftechnik. Beim Laufen gibt es eigentlich nur zwei Phasen, wenn man es ganz puristisch betrachtet. Das ist einerseits die Zeit, in der der Fuß mit dem Boden Kontakt hat. Da haben wir eben noch die Flugphase. Und es ist so, während wir jetzt Bodenkontakt haben, da bremse ich ab. Ja? Ich kann auch wieder beschleunigen, klar, aber in erster Linie ist es mal so, dass ich erstmal aufkomme und dann wieder gucke, dass ich neuen Speed sammle und dann im Prinzip ja, wieder neu beschleunige. Die Flugphase, da bewege ich mich ja dann nach vorne. Deswegen ist es so, dass wir versuchen sollten, oder dass wir immer versuchen, die Bodenkontaktzeit, in der wir A abbremsen und B Kraft aufwenden, möglichst kurz zu halten und die Flugzeit möglichst lang. Und das ist eigentlich so das ganz einfache Prinzip, worauf Lauftechniktraining abzielt, die Bodenkontaktzeit möglichst gering zu halten und die Flugphase möglichst lang. Was können wir da jetzt machen? Als Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte, haben wir den Bouncer. Darauf sind wir in einem der vorherigen Videos schon mal drauf eingegangen. Und zwar, das ist der jedes Mal hier einknickt. Der bremst bei jedem Schritt neu und muss dann wieder neu beschleunigen. Ja? Oder der Stopper. Zack, zack, zack. Das sind im Prinzip die gleichen Fehlerbilder, die ich habe. Was kann ich dagegen jetzt machen? Vielleicht, ja, wir haben ja gesagt, wir verdeutlichen uns erstmal, wie man es nicht machen sollte. Das heißt, einfach mal so laufen, zack, zack, wie so ein Bauen, so richtig lange Bodenkontaktzeit. Und das Gegenteil davon ist die kurze Bodenkontaktzeit. Da versuchen wir, den Bodenkontakt möglichst kurz zu halten. Das heißt, wir machen beispielsweise mal Skippings oder Fußgelenkarbeit und versuchen da wirklich möglichst die Bodenkontaktzeit kurz zu halten. Das heißt, wir kommen ganz kurz und hart auf. Ja, einfach zack, 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 zack. Das kannst du machen. Und was dazu auch noch ganz gut passt, das sind Barrelsprünge. Barrelsprünge, das ist so, dann nehmen wir das eine Bein hoch und springen dann mit dem anderen runter. Hochnehmen, zack. Hochnehmen, zack. Hochnehmen, zack. Und das bauen wir dann in eine Bewegung ein. Das heißt, wenn man so, zack, zack, ganz kurze Bodenkontaktzeit. Und gucken dabei geradeaus. Tschuck, 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 tschuck. Genau, versuchen ganz kurzen Bodenkontakt zu haben. Ja? Was man noch machen kann, um das Ganze koordinativ ein bisschen anspruchsvoller zu gestalten, ist, dass wir vorne rauskicken. Das heißt, zack, 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 vorne rauskicken. Ich mache es gerade mal von der Seite vor. Zack, 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 zack. Ja, und da immer rauskicken. Ist gar nicht so einfach. Bisschen eine Challenge. Probier es einfach mal aus. Sag uns, wie es bei dir funktioniert. Wie gesagt, vor deiner nächsten Trainingseinheit einmal den Bouncer machen, so wie man es nicht macht. Und dann vielleicht, um reinzukommen in die Barrelsprünge, in die kurze Bodenkontaktzeit, dass du einfach mal zack das Knie anhebst. Und dann im nächsten Schritt die Barrelsprünge machst und wenn du der Freak bist, zack, 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 dann kickst du immer noch vorne raus. Sollten die Barrelsprünge nicht funktionieren, dann machen wir so, dass wir einfach Skippings machen mit relativ kurzer Bodenkontaktzeit. Da einfach mal den Fokus drauf lenken, dass du ganz kurz und ganz hart landest. Ich hoffe, dir hat es gefallen, freue mich auf die nächste Session mit dir. Wäre cool, wenn es dir gefallen hat, wenn du unsere Videos teilst, likest
und unseren Kanal abonnierst. Und wir freuen uns aufs nächste Mal mit dir. Bis zum nächsten Video. Schnelle Beine.